Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, am Mo Morgen will ich euch schon mal eine Make-up-Routine zeigen, die auch jeder ganz leicht so für Back to School, College, was weiß ich noch was oder selber für den Arbeitsalltag tragen kann. Dachte ich mir mal, mache ich es dann auch mal jetzt hier für euch. Ich halte es zurzeit meist eher sehr, sehr simpel, auch nicht allzu viel Schnickschnack, meistens auch nicht allzu viel Make-up zurzeit irgendwie. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, weil ansonsten klatsche ich immer wie viel, was weiß ich noch was drauf. Aber ja, sorry dafür, weil meine Stimme klingt noch immer so ein bisschen heiser und sonstiges. Aber mir geht's gut. Ich bin nicht mehr so, eigentlich gar nicht mehr wirklich krank oder sonstiges. Aber ja. Ich klinge halt trotzdem immer noch so. Ja, also zurück zum Thema. Ja, ich dachte mir natürlich, ich zeige euch dann auch meine kleine Make-up-Routine, die ich so für den Arbeitsalltag, Schulalltag oder was das eh noch was dann auch tragen würde. Oder was ich auch meist gerade so zur Zeit ja als Make-up trage. Und zwar hauptsächlich, um irgendwas am Gesicht zu kaschieren, meistens eher die Concealer. Hier vielleicht schon ihr seht. Einmal den hier von Manhattan, den Fit Me Concealer. Den habe ich in der Farbe, falls hier noch steht. Nein, das ist schon weg. nee, ja, das ist hier schon weg von der Farbe her. Aber es ist etwas heller von der Nuance her. Und einmal den hier von Manhattan noch. Also den Wake-up Concealer in der 004 Classic Ivory. Das passt noch irgendwie so ein bisschen in meine Hautfarbe. Also kaschiere ich damit auch so die kleinen Unreinheiten. Sowohl auch ein bisschen unter den Augen. Das mache ich dann auch jetzt mit den beiden. Ich gucke hier so ein bisschen zur Seite, weil hier mein Spiegel ist. Also kann ich dann besser auch arbeiten. Egal wie, das muss nicht irgendwie ordentlich aufgetragen werden. Hauptsache. Man kaschiert so ein bisschen das, was man nicht so zeigen will. Was ihr seht, hier so ein bisschen in der Mitte trage ich eher nur so das auf. Und ansonsten so halt das, was so rötlich erscheint, einfach abdecken. Oder was ich meistens auch mache, wie ein bisschen hier um die Nase herum und auch an der Nase so ein bisschen kaschieren, weil meine Nase wird ja meistens immer so ein bisschen rot und bin ich nicht so dolle. Und ich benutze dafür auch keinen Beauty Blender oder irgendeinen Sponge oder Pinsel, sondern ich benutze meine Hände. So verschmilzt das alles irgendwie besser miteinander. Und dadurch, dass es ja gerade noch früh am Morgen ist, ja, und es schnell meistens gehen muss, natürlich auch meist für die Schüler oder sonstiges, die auch nicht allzu viel draufklatschen wollen oder sonstiges, oder auch die, die arbeiten, ist das eine gute Make-up-Routine, würde ich jetzt als Frau von mir jetzt sagen. So, ihr seht, alles ist eigentlich so an sich ja kaschiert. Ich sehe auch nichts mehr irgendwie so durchscheinen und wenn nur so ganz leicht, das macht ja auch nichts. Es ist unsere Haut, also es soll ja so ja, all natural wirken. Also ich finde so diesen Look irgendwie zurzeit auch so am schönsten als so das vollgeklatschte. Ja. Also Augenringe sind kaschiert, auch die kleinen Unreinheiten auch. Und dann jetzt geht's ans Puder, ein bisschen das abmattieren, damit auch nichts verrutscht. Für unter die Augen und so ein bisschen an der Nase habe ich hier natürlich mein All About Matte Fixing Puder von Essence natürlich. Das ist mein absolutes Lieblingspuder. Nichts kommt dagegen an. Ihr wisst ja, jeder hat es.
Sonst gehe ich auch grob mit einem etwas größeren Puderpinsel so durchs Gesicht. Ganz leicht eher und auch nicht so heftig. Weil Gesicht ist ja nicht ganz komplett mit Make-up. Dann, was ich als nächstes gleich meistens so mache, um dann noch ein bisschen ja noch Dimension reinzuschaffen, natürlich Kontur oder halt auch eher mehr Bronzing, will ich jetzt erstmal sagen, weil Kontur ist mir ein bisschen too sharp, also ein bisschen ein Bronzer. Und der perfekte Ton, also der perfekte Ton, sorry, ist für mich gerade ja noch auch der Hoola Bronzer von Benefit. Dafür nehme ich halt hier jetzt gerade den Pinsel von Mrs. Bella, die Nummer 10. Den liebe ich dafür. Normalerweise ist das auch ein Puderpinsel, aber dafür, dass er großflächig ist, tut er auch gerade Bronzer so sehr, sehr gut auch verteilen, was ihr so sieht. Und wenn ihr wisst, es ist zu weit runtergerutscht, könnt ihr halt mit einem normalen Puderpinsel oder halt das, was ich da vorher genutzt habe, den hier, das hier so ein bisschen wie putzen, weil da sind ja auch meist immer noch Puderrückstände drauf, also so könnt ihr es dann noch so ein bisschen wie abcleanen. Ich bronze auch meistens nur an den nötigsten Stellen, wo es halt, ja, an Farbe braucht. Ich schminke mich auch zurzeit auch nicht mehr allzu jeden Tag. Wenn ich mich danach fühle, ja, dann mache ich es. Aber auch nicht immer. So mal auch ohne Make-up zu sein, ist auch mal gut auch für die Haut. Und ich muss ja auch mal wieder dringend meine Pinsel waschen. Wenn es geht, dann hoffentlich auch jetzt die Tage. Manchmal denke ich, es ist immer zu wenig, aber das ist eigentlich der perfekte Amount, um sich aufzurunden. Ich mache auch meist auch noch so ein bisschen so auf die Nase, also was wie zu konturieren. Irgendwie mache ich das auch gerade zur Zeit nicht mehr so wirklich, also Nase konturieren. Wenn so was wie gebronzt ist, finde ich es irgendwie am schönsten zur Zeit. Dann natürlich, damit auch alles schön miteinander verschmilzt, mache ich auch zuerst immer kurz Highlighter, den Rainbow, boah, den habe ich schon ewig, den Prismatic Rainbow Highlighter von Essence. Schade, dass es den nicht normal im Sortiment gibt, sondern dass es ja nur eine Limited Edition war. Was hättet ihr da? Den vielleicht ja auch noch und den benutze ich wirklich schon so wie tagtäglich und der ist schon hit the pan und da ist noch so viel drin nach all den Jahren immer noch sehr sehr gut und dann halt immer ganz normal so auch an den Stellen highlighten, wo man es auch immer sonst macht, also an den Wangen. Bisschen an der Nase. Der Cupid's Bow. So, deswegen finde ich auch nicht so schlimm, wenn die Nase so ist, wie er mehr gebronzt ist, weil man so oder so ein bisschen Highlighter ja drauf macht. Finde ich so eigentlich auch irgendwie ganz süß. Dann auch noch ganz, ganz alt. Aber das sind auch Sachen, die ich auch gerade noch hier wie aufbrauchen will, damit ich das dann auch mit der Zeit dann ja, aufbrauchen kann, natürlich. Habe ich hier von P2 den 010 Touch of Berry. Der ist auch schon so gut wie leer. Ihr seht ja. Nehme ich jetzt hier einen, so einen Blushpinsel von Essence. Und tue es wie dazwischen das alles wie miteinander vermischen, dass es alles einheitlich wirkt.
Also, das ist dann so schon mal ein bisschen die Base. Ja, Augenbrauen mache ich aber jetzt kurz schnell auf Camera. Dann war es ja nichts Special. Also, ich mache halt ganz normal so nur ein bisschen zur Zeit nur auffüllen und dann mit der Augenbrauen-Mascara drauf. Und sonst auch gut. Aber an sich habe ich doch jetzt nichts allzu Spektakuläres. Und ich cleane es auch zurzeit gar nicht mehr so wirklich ab, sondern ich mag es irgendwie so dieses Natural Look auch irgendwie zurzeit ganz gerne. Also mache ich mal ganz kurz schnell meine Augenbrauen auf Camera und dann komme ich gleich sofort wieder. So, also da sieht man, dass Augenbrauen schon was ausmachen. Jetzt sind sie aufgefüllt, so ein bisschen, ja, mehr so natural, wenn ich das ja so sage. Dann kommt aber jetzt auch ein bisschen Setting Spray, würde ich jetzt auch schon mal drauf tun. Wie immer, mein Liebling, den von Manhattan, den Insta Prime and Set. Tue ich schon mal so ein bisschen, damit das alles miteinander verschmilzt. Und es erfrischt die Haut. Dann würde ich aber auch sagen, je nachdem, wie man es vielleicht so fühlt, kann man so ein Kajal nehmen, in dem man so ein bisschen nur Farbe drauf haben will. Dafür habe ich jetzt hier eine Alternative, halt sowas wie den Love Kajalpinsel, den so in einem braunen Ton. Und aber wenn man es schwarz haben will, natürlich den Liquid Ink Eyeliner von Essence. Der hier ist natürlich ja wie wasserfest. Je nachdem, wie man sich fühlt, aber heute würde ich für mich jetzt sagen, würde ich den hier nehmen. Und ich mache da auch nicht allzu viel. Ihr seht es ja auch gleich warum. Sondern ich setze es halt so ein bisschen ja hier an. Außen, wie ich halt so ein bisschen den Wing machen würde. Falls man es auch ein bisschen dann da sieht, ja. Ich mache aber auch nicht all the way in, sondern nur ein bisschen. Bis so hier ungefähr fast die Hälfte des Auges. Ihr seht, ist schon so wie all perfect, würde ich jetzt sagen. Was ich aber meistens ja noch mache, um das ja wie ein bisschen ja, zu elongaten, damit es ein bisschen wie sharp aussieht, aber nicht allzu ganz. Gehe ich so wie ein bisschen drüber, so geht es dann noch ein bisschen mehr und ist auch ein bisschen softer. Das gleiche mache ich auch jetzt auf dem Auge. Hier finde ich es auch irgendwie nicht allzu schlimm, weil hier bei dem Auge komme ich meistens besser klar, den Ring zu machen, als bei dem. Aber es ist dann einfach so. So sieht es dann auch schon wie perfekt aus. Wenn man so immer so die kleinen Tricks kennt, damit das Make-up schön aussieht, kann man es ja machen. Somit ist eigentlich auch schon. Das ist ja auch schon fast fertig. Dann natürlich Mascara. Bei mir ist es ja danach natürlich. Ich benutze halt das, was hier auf meinem Schminktisch steht. Also mein alltägliches Make-up. Habe ich hier die Glam and Dawn Mascara. Auch in wasserfest natürlich. Einfach normal tuschen. Die macht halt auch sehr, sehr schöne Wimpern. So, Augen sind dann auch schon fertig. Dann fehlen halt nur noch die Lippen. Auch je nachdem, wie ihr euch ja so fühlen würdet, was ihr auf was ihr Bock hättet. Ob so Liquid Lipstick, Lipgloss, einfach nur Lippenbalsam oder sonstiges. Ihr seid ja, ihr habt ja freie Wahl, würde ich jetzt sagen.
Ich habe meistens halt so zur Zeit mehr so einfach nur ein bisschen Lipgloss drauf und mit so einem bisschen Lip Liner ab und zu mal oder sonst eigentlich auch nur Lipgloss drauf und den habe ich jetzt auch gerade nicht hier, sondern in meiner Tasche. Den hier benutze ich ja auch gerade ja noch zur Zeit, um den ja auch ein bisschen ja leer zu bekommen. Das ist ein NYX Buttergloss. Den habe ich ja von einem Adventskalender ja noch gehabt. Ich bin mal gespannt, was für einen Adventskalender ich dieses Mal vielleicht holen würde. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich keins. Nein. Ich war auch ja, mit ganz anderen Sachen ja letztes Jahr beschäftigt. Aber ja. Vielleicht aber auch wieder ein NYX oder vielleicht auch mal ein Luxury Adventskalender. Mal schauen. Also, den werde ich einfach ganz normal auftragen. So wäre dann eigentlich schon so der Look komplett. Manchmal, wenn ich es dann doch fühle, ein Lipgloss mit Lip Liner zu tragen und sehe, ja, da könnte doch etwas voller sein, mache ich vielleicht noch so ein bisschen Lip Liner drüber und man verwischt es halt so ein bisschen miteinander. Aber so würde ich es dann auch lassen. Outfit-Inspo würde ich vielleicht auch so wie das jetzt tragen, was ich gerade habe. Wenn man es chillig haben will und Make-up ist so oder so gerade simpel. Einfach, ja, habe ich hier mal ein etwas Oversize-T-Shirt, würde ich jetzt sagen. Das hier hat mir meine Mom ja mitgebracht gehabt, letztes Jahr aus den Kapverden. Finde ich auch so ja ganz cool. Habe ich jetzt hier gepairt mit meiner Distressed Jeans. Bin gerade nicht so gelenkig mit der Hose, aber das ist so ein bisschen ein kleiner Outfit-Inspo, falls ihr keine hättet, so für den Schulanfang oder sonstiges. Ja, so würde ich es tragen. Haare müsstet ihr ja selber schauen, wie ihr es vielleicht ja so haben wollen würdet. Ich habe ja gerade meine Braids. Ich könnte ja wie immer variieren, aber zum Beispiel jetzt so für heute wie für die Arbeit würde ich es jetzt, weil ich kann es ja nicht die ganze Zeit in einem Dutt oder Pferdeschwanz haben, weil ab und zu mal bekommt man dann schon so damit dann auch Kopfschmerzen, natürlich, weil das ist schwer. Trage ich es auch meistens so in einem Half-Up-Down. Habe ich es meistens einfach so. Einfach die obere Hälfte. Hier habe ich ja mein Haargummi. Und das wäre so dann mein komplett Make-up-Look, Outfit und was weiß ich noch was für die Schule. So würde ich das dann halt meistens tragen. Ja, also that's the completed look, Leute. Also wenn man gerade so mit diesen Haaren sehr so hat, weil man gerade auch so mit dann auch nicht viel machen muss, das ist dann auch der Vorteil. Deswegen hey, habe ich die mir auch meistens ja auch so gemacht, weil ich muss dann am Morgen nicht allzu viel mit meinen Haaren machen. Ja, also das ist dann so mein Endergebnis vom ganzen Back to School, College, Arbeit, was auch immer. Make-up-Look habe ich erstmal. Genau. Ich hoffe, es hat euch aber auch gefallen. So richtig halt simpel. So würde auch jetzt gerade, so ist eigentlich auch gerade meine Everyday Make-up-Routine. Nicht mit zu viel Foundation oder generell eigentlich. Einfach nur die wichtigsten Sachen abkaschieren und sonst ready to go. Genau. Also ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Falls ja, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und noch die Glocke daneben aktivieren. So bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch gerne auf meinen Instagram-Kanälen vorbei. Dort versuche ich dann auch gerade immer wieder mehr aktiver für euch zu sein, dass ihr da ein bisschen auch up to date seid, mehr als hier. Weil dort kann man ja immer wieder Alltägliches von mir sehen. Also schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder.
Bye.